Ja, Entschuldigung, Tür steht auf. Ja, ein neues Video von mir. Heute zu einem scheiß Thema. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich zeige euch heute, wie ich umgestiegen bin auf die Trenntoilette. Und ist das jetzt besser? Ist das umweltfreundlicher? Ist das einfacher? Ist es doch komplizierter? Es gibt ja schon ein paar Videos dazu. Aber wir werden das einfach mal ein bisschen erörtern. Ich habe ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Und am Ende werden wir das Fazit ziehen. Ist jetzt die Trenntoilette gut oder nur eine Trenntoilette? Hype oder nicht? Schauen wir mal. Wie zehntausende andere Mobile schaute auch unsere Toilette so aus. Kassettentoilette halt. Und so schaut die Toilette heute aus. Eine von zwei Einbaustellungen und der Schlauch führt nach draußen zur Klappe, über die man früher die Kassette entsorgt hat. Dort sitzt der Lüfter. Die Trelino kommt mit einem Holzdeckel, unbehandelt. Den habe ich einfach mit einem Klarlack lasiert, sodass die schöne Maserung erhalten bleibt. Passt doch halbwegs zu dem Boden hier, zu der Farbgebung dazu. Und damit man den Deckel nicht immer irgendwie festhalten muss, wenn man den hochklappt oder auf die Seite tut, so wie wir das am Anfang hatten, habe ich hier einen Magneten und hier eine kleine Metallplatte hingemacht. So nach dem Motto, das ist ein bisschen wie zu Hause. Zack, ist zwar etwas versetzt hier, aber das geht an die Seite ran. Man sieht hier noch schön 1, 2, 3, 4 Gegenstücke, Magneten. Ich zeige dir euch nochmal hier. 1 an jeder Ecke, 2, 3 und 4. 4 Magneten, sodass dieser Deckel eigentlich gut gehalten wird während der Fahrt. Man muss also wirklich hier in den Rand reingreifen, kurz anheben. Der sitzt also auch ziemlich geruchsfest drauf. So, wenn wir den Deckel wegnehmen, sehen wir das Innere. Nämlich das, was der Trenntoilette den Namen verleiht, den Trennaufsatz. Die großen nach hinten, die flüssigen nach vorne. Das ist die umgekehrte Seite. Nichts Weltbewegendes. Auch hier nochmal. So schaut das Ding aus. Und jetzt haben wir den Blick rein in die Trenntoilette selber, wo sich auf der Rückseite der Feststoffbehälter befindet. Nein, das ist kein Feststoff, das ist Rindenmulch, das ist das Streu, was es bei meinetrenntoilette.de gibt. Das verströmt eher den Geruch eines Waldbodens, wenn man hier seine Exkremente damit bedeckt. Das ist eine wunderbare Sache. Zu der Tüte habe ich nachher noch was zu sagen. Das ist jetzt eine normale haushaltsübliche Mülltüte. Zusätzlich lässt sich der Feststoffbehälter auch noch mit dem Deckel verschließen, falls man irgendwie mal wirklich Gerüche haben sollte. So, und dann haben wir hier den Urinbehälter. 10 Liter fasst er. Und 10 Liter ist eine ganze Menge, klingt erstmal eine ganze Menge. Zu zweit, naja, je nach Wein, Weib und Gesang, kann es auch mal passieren, dass das Ding nach 2 Tagen oder nach 1,5 Tagen schon voll ist. Alles schon erlebt, geht aber auch 3 oder 4 Tage. Ja, und ihr seht vielleicht, das ist so eine Geschichte, der ist transparent. Hat natürlich den Vorteil, ich sehe, wie viel drin ist, wann muss ich das Ding entsorgen. Der Nachteil ist, die anderen sehen das auch. Ich gehe nicht mehr mit meinem Trolley über den Campingplatz, ich ziehe nicht mehr die Kassetten oder die Kassette der Kassettentoilette hinter mir her, sondern ich trage jetzt was in der Hand und das ist irgendwie anders. Das ist irgendwie komisch. Sei mir nicht böse, aber du gehst mit der Kassettentoilette, gehst du über einen Campingplatz und jeder weiß, oh, was da drin ist. Aber sieht halt neutral aus. Jetzt gehst du damit über einen Campingplatz und jeder sieht und denkt sich, ah, und sieht das Gelbe. Also das ist schon komisch. Aber eine ganz einfache Sache, Tüte drum, fertig. Ich meine, in den USA machen sie auch braune Tüten um Alkoholiker. Und das ist überhaupt kein Problem. Eben Tüte drüber stülpen von oben oder von unten und dann gehst du darüber und fertig. Es ist also doch ein Unterschied, ob man weiß, was da drin ist oder ob man das sieht. Zumindest für die anderen. Aber es ist wirklich so easy. Ja, und
Hier sehen wir noch den Rest der Toilette. Wie gesagt, habt ihr ja schon gesehen, das ist rausnehmbar und ist beim Campingland in Günzburg extrem gut und mit viel Liebe verbaut worden. Die Aufnahmen, ich kann das also drehen für die Fahrt. Ich kann aber auch das drin lassen hier für die Fahrt. Das haben wir bisher eigentlich nie mehr gedreht, weil es so fest, so bombenfest da drin sitzt. Und hier den Schlauch. Der Schlauch ist abnehmbar, haben wir ja gerade gesehen. Hier vorne ist der Schalter und der Lüfter zieht dann die Gerüche ab. Der Lüfter braucht wirklich extrem wenig Strom. Der kann auch tagelang durchlaufen. Das merkst du natürlich an der Batterie überhaupt nicht. Gut. Was noch zu sagen wäre, zu dem Kameraden hier, dafür die Reinigung ist auch sehr einfach. Hinten ist sie nicht nötig. Wir brauchen also keine Klobürste mehr, es gibt keine Bremsspuren. Für vorne haben wir uns besorgt eine kleine Flasche, da ist Wasser, Zitronenlösung drin und damit wird vorne der Urinauffangbehälter eingesprüht, mit dem Toilettenpapier abgewischt, das Toilettenpapier rein und fertig. Okay. Nachschub an Streu, um den Feststoff zu bedecken, lagern wir in einer Dose, in einer schlanken, schmalen Dose, die an der Seite platziert werden kann. Nach dem Geschäft Dose rausnehmen, eine Handvoll nehmen, die Menge bekommt man mit der Zeit dann raus, draufwerfen, in dem Fall habe ich jetzt etwas sehr wenig genommen, einfach nur für die Demo, noch ein bisschen nachschütten, zuklappen, einstellen, fertig. Ich muss noch ein paar Worte verlieren bezüglich der blauen Mülltüte, die ihr in der Toilette gesehen habt. Normalerweise liefert der Hersteller, meinetrenntoilette.de, biokompostierbare Mülltüten mit. Die sind sehr dünn, sehr geschmeidig, fühlen sich in etwa an wie diese aus Maisstärke hergestellten Plastiktüten im Supermarkt am Obst. Wir haben die jetzt 3 oder 4 Mal verwendet und 2 Mal sind sie uns gerissen. Also einmal war Feuchtigkeit im Behälter, was ja jetzt nicht so dramatisch ist, weil es ja ein Eimer drumherum, aber eigentlich sollte das nicht passieren. Und beim 2. Mal ist es tatsächlich gerissen, ungefähr nach einer Woche. Das finde ich nicht so gut. Ich habe das auch in einer Rezension geschrieben. Ich habe bisher noch keine Reaktion darauf bekommen. Vielleicht schreibe ich den Hersteller nochmal an. Fakt ist, wir nutzen die Toilette auch als Entsorgung für das Klopapier. Und es kann natürlich sein, dass vielleicht irgendwann mal möglicherweise zu viel davon da drin ist. Da ja aber die Exkremente sowieso in den normalen Hausmüll gebracht werden, sehe ich keinen Sinn darin, eine biokompostierbare Tüte zu nehmen. Ich habe mich also wieder dazu entschlossen, eine normale Mülltüte zu nehmen. Und wenn die Entsorgung soweit ist oder wenn die Entsorgung ansteht, dann wird das halt in den normalen Hausmüll gegeben, mit der normalen Mülltüte. Punkt. Okay, Frankie, Fazit? Wo fange ich an? Was hat mich früher gestört? Also früher hat mich ja wirklich gestört, irgendwie immer dieser Druck. Druck, gucken, wo ist die nächste Entsorgungsstation? Auf dem iPad war ein Link hinterlegt für ein PDF-Dokument, wo Entsorgungsstationen in Deutschland und in Europa aufgeführt sind. Alles ganz prima. Aber irgendwie auch, wenn die Toilette nur halb voll war, zack. Oder abends der Blick, reicht das noch für die Nacht? Oh Gott, rote Lampe schon, jetzt wird es aber Zeit. Hoffentlich geht nichts daneben. Ja, und wenn man nach Hause kommt, wo gehst du dann entsorgen? Musst du irgendwo einen Campingplatz suchen oder entsorgst du zu Hause in die Toilette? Dann musst du das Ding irgendwie sauber machen, lüften lassen, im Winter pflegen. Ja, jetzt mal gar nicht geredet vom Gestank bei der Entsorgung. Ja, es ist komisch. Klar ging das. Besser als nichts, ist ja logisch. Aber jetzt hier mit der Handhabung der Trenntoilette, muss ich ganz ehrlich sagen, dufte. Und nicht dufte, weil das jetzt riecht, sondern dufte, weil eben nichts riecht. Also wenn man das richtig macht und sich mit dem Streu auch nicht total sparsam zurückhält, die Mischung muss man rausfinden, dann riecht nichts. Die Flüssigkeit riecht nicht. Die Flüssigkeit riecht auch nicht beim Entsorgen, also es ist nicht dieser stechende Geruch. Den Urinbehälter, den kippst du ohne Spritzereien oder sonst was einfach in eine Toilette. Und
zur Not auch sicherlich mal in einen angeschlossenen Kanal oder irgendwo, bin ich ganz ehrlich, hätte ich kein Problem damit, den auch an einen Waldrand irgendwo in die Walachei zu kippen, wo eine Kuh hinmacht, kann das nicht so schlimm sein, wenn da 6-7 Liter Flüssigkeit von Menschen auch landen. Der Feststoff, hatte ich schon gesagt, mit den Tüten, das war jetzt nicht so ganz so pralle, aber auch da finden wir sicherlich eine Lösung. Der kommt halt in Restmüllbehälter, die findest du eigentlich überall. Und da ist genügend Fassungsvermögen und vom Intervall her, ja, der Druck ist weg. Es ist wirklich gut. Es ist echt schön. Also es ist wirklich eine total coole Geschichte. Du brauchst kein Wasser, du brauchst keine Chemie. Man muss sich umstellen. Ich würde das aber auch, wenn ihr einen Partner habt, ganz offen kommunizieren. Es gab einmal ein YouTube-Video, ich verlinke euch das hier oben gleich. Ich glaube, der Jürgen war das. Der hat das ziemlich auf den Punkt gebracht. Und das ist so ein Thema, wo man sich eher nicht traut, drüber zu reden, weil Pipi und Pfui Daibi. Ja, aber man muss da ganz emotionslos drüber reden, weil es betrifft jeden. Es machen alle und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Und der hat das gemacht und hat ein Fazit gezogen, ich glaube nach 5 Jahren oder 3 Jahren Trenntoilette in seinem Alkovenmobil. Und ich habe das meiner Frau gezeigt. Ich habe es gezeigt, schau, das kommt auf uns zu. Wir müssen vielleicht da ein bisschen uns umstellen, da ein bisschen umstellen. Das könnte mal so sein, könnte mal so sein. Schau dir das an. Sie hat sich das angeschaut. Und wir probieren es. Wir haben es probiert und wir bereuen gar nichts. Und die Trenntoilette, die Trellino, ist wunderbar. Sie ist stabil, du sitzt hoch. Sie ist preisgünstig, relativ preisgünstig. Irgendwas um die 700 Euro war, ist, glaube ich, in der Grundausstattung. Ohne Lüfter der Preis. Und ich bin begeistert. Was habe ich noch für ein Fazit? Geruch. Gerüche? Keine. Urin? Überhaupt nicht. Und Exkremente? Wenn der Lüfter nicht an ist, wenn du vielleicht zu wenig Streu drauf hast, dann könnte sein, dass was riecht. Aber eine Handvoll Streu ungefähr pro Stuhlgang, den Lüfter einschalten, dann riecht es nicht. Dann riecht es nach Waldboden. Nämlich genau so, wie der Streu riecht. Und da waren wir beide überrascht. Das hätten wir so nicht erwartet. Toilettenpapier, da gibt es die Verfechter, das kommt auch auf die Trenntoilette drauf an, die ihr habt oder die ihr plant. Die Kurbeltoiletten, da verfängt sich das eher, das Toilettenpapier, und setzt die Kurbel zu. Da ist das wohl eher nicht so en vogue, da muss man das trennen. Da hätte ich jetzt wieder nicht ein Problem damit, aber das ist irgendwie komisch. Wohin dann damit wieder? Tust du das in eine geschlossene Tüte, in eine offene? Ist ja egal. Es betrifft uns nicht, bei uns kommt alles in einen Feststoffbehälter. Der hält dann vielleicht, wir haben es jetzt noch nicht bis zum Maximalen ausgereizt, aber der hält dann vielleicht, sagen wir mal, eine Woche. Und dann kann man auch das Toilettenpapier reinschmeißen. Gar kein Problem. Fassungsvermögen waren wir gerade dabei. 10 Liter Flüssigkeit reicht für 2 Personen 2 bis 3 Tage. Wenn du alleine bist, entsprechend länger. Wenn man sich ein bisschen zurückhält, noch länger. Und der Feststoffbehälter, da gehen wir von mindestens mal einer Woche, 1,5 aus. Und da wir eigentlich nicht die Camper sind, die 2 Wochen am Waldrand stehen, an einem Fleck, sondern immer wieder auch an Mülleimern oder sonst was vorbeikommen, an geschlossenen Mülleimern, da wird das auch gehen. Dann mein Fazit zur Reinigung, ist eigentlich kein großes Thema. Der Trennbehälter wird gereinigt mit der Zitronensäure, mit Einsprühen, und der Feststoffbehälter wird die Tüte ausgeleert, sofern die noch gehalten hat, findet man, ist dann sonst nichts mehr zu reinigen. Und der Urinbehälter wird alle 3-4 Male spüle ich den aus mit ein bisschen Zitronensäure. Die habe ich hinten im Auto mit Wasser. Dann wird das durchgeschwenkt, durchgespült, ausgetrocknet. Und wenn ich länger stehe zu Hause, wird er zum Trocknen rausgelegt und trocknet dann. Und ja, da trinke ich natürlich kein Trinkwasser mehr raus, aber auch da riecht nichts. Also Fazit für mich, für uns hat es sich gelohnt. Der Druck ist weg, das ist das Größte, der Druck, dieses, oh, ich muss unbedingt irgendwo entsorgen. Ich würde es immer wieder machen und ich kann euch das nur empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die unten in die Kommentare. Ich freue mich. Ich freue mich über Likes, ich freue mich über Klicks, ich freue mich über Kommentare eigentlich. Wenn wir eine Diskussion starten können und ihr Fragen habt und wir über diesen Weg kommunizieren, finde ich klasse. Bis dahin, als nächstes werde ich dann angehen mal die Roomtour Teil 2, das ist unser Auto von außen. Und es braucht halt ein bisschen Zeit. Alles Gute, bleibt gesund, viele schöne Reisen, schöne Sommerzeit und bis demnächst. Ciao, Servus, der Frank.